Überall, wo in der Galaxis Unrecht herrscht, greifen Commander Cosmo und sein treuer Weggefährte, der große rote Kampfroboter Red, ein, um das Unrecht zu bekämpfen und der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. Begleiten wir Sie bei Ihren fantastischen Abenteuern, welche Sie in die unendlichen Weiten und Orte der Galaxis führen. Commander Cosmo. Verschlüsselte Übertragung auf XB-12. Hier, Commander Cosmo. Gehe auf XB-12. Verschlüsselung aktiviert. Senden Sie. Commander Cosmo, Geheimdienstchef Galahad erbittet umgehend Ihr Erscheinen. Es ist von höchster Dringlichkeit, Commander. Habe verstanden. Wir sind schon auf dem Weg. Hey, Red! Komm schon, Kumpel. Es geht wieder los. Überraschtes Erstaunen. Oh, es geht schon wieder los? Dabei hatte ich nach unserem letzten Abenteuer auf Lando 7 auf ein paar Tage Erholung gehofft und darauf, dass meine Gelenke etwas Rost ansetzen können. Ach, Kumpel, die Legierung deines Kampfpanzers lässt doch nicht einmal einen einzigen Kratzer zu. Wo soll da also irgendwo ein Körnchen Rost herkommen? Irritierte Verwunderung. Ich bin zwar für die Ewigkeit gebaut, aber auch ein Kampfroboter meines Formats benötigt Wartung und Pflege. Seufzendes Aufstoßen. Dabei habe ich mich schon so auf ein Ölbad gefreut. Ich verspreche dir, dass du ein schönes, heißes Ölbad bekommst, wenn wir fertig sind, ha? Okay. Checke Hyperantriebe 1 und 2. Kurs Richtung Erde, Central City. Und ab geht's. Mit ihrem Raumschiff Silverstar eilen Commander Cosmo und sein Co-Pilot Red mit einer unglaublichen Geschwindigkeit die Sterne hinter sich zurücklassend zur Erde. In Central City, mit über 200 Millionen Menschen, die größte Stadt und zugleich auch Hauptstadt der Erde des 30. Jahrtausends, hat der interplanetarische Geheimdienst seinen Sitz. Dort wird der Commander bereits vom Geheimdienstchef Galahad ungeduldig erwartet. Ah, Commander Cosmo. Wir haben schon auf Sie gewartet. Wir haben uns sofort nach Ihrer Nachricht auf den Weg gemacht, Sir. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Es ist auch schön, dich wiederzusehen, Red. Aufrichtige Freude. Auch ich bin erfreut über unser Zusammentreffen, Chief Galahad, Sir. Sag mal, Red, bist du etwas kleiner geworden? Irritierte Verwunderung. Oh nein, Sir. Nach meiner Analyse bin ich nach wie vor exakt 2,72 Meter groß. Dank meiner neuen Trioplek-Verbundpanzerung bin ich nun allerdings 12 Kilo leichter und habe somit ein Kampfgewicht von exakt 246,3341 Kilo. Dadurch habe ich im Agilitätsmodus an Geschwindigkeit dazugewonnen, welche sich positiv... Ist schon gut, Red. Ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht. Irritierte Resignation. Oh, tut mir leid. Die Beurteilung menschlichen Humors bereitet mir nach wie vor Probleme. Angemessenere Reaktion. Ha! 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 Chief, warum haben Sie uns rufen lassen? Wie können wir Ihnen helfen? Wegen dem hier. Wir kennen Merkur vom Frachtschiff Corner. SOS. Wir werden von Piraten angegriffen und gekapert. Unsere Position ist Azimut 3, Sektor 4 im Pegona-System. Ich wiederhole, hier ist das Frachtschiff Corner. SOS. Wir werden von Piraten angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe.
Unsere Position ist Azimut. Verdammt! Sie sind drin! Piraten? Ja, leider. Die Piratenangriffe haben in letzter Zeit überhand genommen. Nicht nur im Pergola-System, sondern in vielen weiteren Systemen. In den letzten Tagen gab es Dutzende Attacken auf Frachtschiffe wie die der Korne. Was hatten die Schiffe geladen? Tja, das ist das Merkwürdige daran. Viele Frachte hatten nicht besonders wertvolle Fracht an Bord, die sich für Piraten lohnen würde. Weswegen die Schiffe auch ohne Eskort unterwegs waren. Nur wenige der überfallenen Schiffe hatte Edelkristalle und andere Luxusgüter an Bord. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver der Piraten, um die Routen der Frachtschiffe zu beeinflussen. Ja, möglich. Jedenfalls ist der Interplanetare Senat über diese Entwicklung besorgt und hat den Geheimdienst mit Erklärung der Piratenüberfälle betraut. Wie können wir Ihnen helfen, Chief? Ich habe zu wenig Schiffe zur Verfügung, um alle Sektoren zu überwachen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich zum Motori-Sektor begeben. Dort wird bald wieder ein Frachter mit Edelkristallen unterwegs sein. Und bisher war es im Motori-Sektor doch auffällig ruhig. Ah, ich verstehe. Sie erwarten in dem Sektor einen Überfall durch die Piraten. Ja, so ist es. Leider. Das Frachtschiff wird mit einer Eskorte von 2 Jägern begleitet. Ich könnte allerdings ruhiger schlafen, Commander, wenn ich Sie mit der Silver Star in der Nähe des Frachtschiffes wüsste. Wir sind schon auf dem Sprung. Komm, Kumpel, es gibt Arbeit. Viel Glück, Commander. Mit ihren 2 Hyperraumantrieben trifft Commander Cosmos Raumschiff rechtzeitig im Otori-Sektor ein. Die Silver Star ist ein Raumschiff, welches auf Geschwindigkeit und Bewaffnung ausgerichtet ist. Kleiner als ein Frachtschiff, aber deutlich größer als normale Raumjäger und dabei genauso wendig, kann die Silver Star Passagiere sowie auch kleineres Frachtgut aufnehmen. Zum Zwecke ihrer Schnelligkeit verzichtet die Silver Star auf eine starke und schwere Panzerung. Doch verfügt sie bei deaktivierter Waffenenergie über ein Tarnschild, welches sie für Feinde und Sensoren eine Zeit lang unsichtbar macht. Mit aktiviertem Tarnschild legt sich die Silver Star im Otori-Sektor auf die Lauer. Da, der Langstreckensensor meldet sich. Das muss wohl das Frachtschiff mit den Edelkristallen an Bord sein. Bitte lass das vom Computer checken, Red. Feststellung. Sie haben recht, Commander. Der Computer identifiziert das Signal als Frachtschiff der Minenklasse, welches von 2 kleinen Jägern eskortiert wird. Von den Piraten ist allerdings nichts zu sehen. Ob sie den Braten wohl gerochen haben? Irritierte Verblüffung. Ich kann nicht beurteilen, ob kulinarische Fähigkeiten den Piraten dazu verhelfen, unser Tarnfeld zu umgehen und uns aufzuspüren. Ach, das war doch nur so eine Redewendung, Red. Wenn die Piraten eine Attacke starten, dann können sie diese eigentlich nur von diesem kleinen Planeten da aus starten. Feststellung. Bei dem Planeten handelt es sich um Garvin 3. Ein Wüstenplanet und unwirtlicher Ort mit nur spärlicher Besiedlung. Im Galaktischen Krieg diente er als Gefängnisplanet und... Bingo! Da sind sie. 5 Piratenjäger und ein Kaperschiff. Sie greifen die Eskorte an. Da mischen wir mit. Deaktiviere das Tarnschild und mach die Plasmakanonen scharf. Auf geht's! Frachter Kapitän, ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Eure Eskorte ist kein Gegner für uns! Ergebt euch freiwillig und wir verschonen... Achtung, Red! Der da vorne will ausbrechen! Hast du ihn im Visier? Kampfmodus. Zeit voraus auf 0.3. Verdammt, was zum...
Gut geschossen, Kumpel. Der ist hinüber. Ausschwärmen! Ausschwärmen! Die haben Hilfe bekommen! Achtung, Eskortenführer! Hier Commander Cosmo zu Ihrer Unterstützung. Nehmt euch die beiden Piraten links vor euch zur Brust. Wir kümmern uns um die anderen beiden. Verstanden, Commander. Eskorte 2, folgen Sie mir. Sehr gut. Die Eskorte nimmt die beiden aufs Korn. Und wir schnappen uns die da. Voller Schub! Kampfmodus, Feind voraus. Beschuss in 3, 2, 1. Volltreffer. Weiteres feindliches Schiff voraus. Rückzug, weg hier! Wir ziehen uns zurück! Kampfmodus, Feinde treten die Flucht an. Berechne Abfangkurs. Lass sie ziehen, Red. Die haben genug. Wir haben noch das Kaperschiff und seinen Piloten. Nun spielen wir mal die Piraten und kapern das Kaperschiff. Achtung, feindliches Piratenschiff! Ihr habt das Gefecht verloren und mit eurem Schrotthaufen kommt ihr ohnehin nicht weit. Im Namen des Interplanetarischen Geheimdienstes nehmen wir euch und euer Schiff in Gewahrsam. Kooperieren Sie? Ich kooperiere. Sehr gut. Wir setzen bei. Achtung, Eskortenführer! Sie können Ihren Kurs nun fortsetzen. Wir kümmern uns um den Piraten und bringen ihn nach Central City. Verstanden. Wir setzen unseren Kurs fort. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Commander. In das Hauptquartier des Geheimdienstes in Central City zurückgekehrt, wird der gefangengenommene Pirat schließlich vom Geheimdienstchef Galahad persönlich verhört. Doch leider ist aus dem Piraten bisher keine Information herauszubekommen. Und Sir, hat er geredet? Nein, leider nicht. Kein einziges Wort ist aus ihm herauszubekommen. Er will einfach nicht reden. Ich habe da eine Idee. Keine Sorge, der wird schon reden. Was haben Sie vor, Cosmo? Red, wir werden an dem Verhör teilnehmen und du wirst bitte so tun, als würdest du dich in deinen Kampfmodus begeben. Dein Anblick ist schon imposant genug, aber im Kampfmodus mit deinen dann leuchtenden Augen bist du sehr furchteinflößend. Widerwillige Ablehnung. Verzeiht, Commander, aber wie ihr wisst, lehne ich Gewalt ab, wenn diese nicht zum Zwecke der Schutzbefohlenheit absolut notwendig ist. Es verstieße gegen den obersten Code meiner Programmierung. Ich muss euer Gesuch ablehnen. Kumpel, du sollst ja auch nur so tun, als ob. Und unseren Freund da drin ein wenig einschüchtern. Erheiterte Feststellung. Ah, ich verstehe. Eine List. Nun, dann schlage ich vor, mich während des Verhörs in den Wartungsmodus meiner Systemanalyse zu begeben. Im Wartungsmodus leuchten meine Augen ebenfalls. So machen wir es. Kommt. So, mein Freund. Da du nicht mit mir reden willst, habe ich dir etwas Gesellschaft mitgebracht. Vielleicht magst du dich lieber mit denen unterhalten. Red, fahre dein Programm ab. Moment mal. Was ist das denn für ein Ungeheuer? Analytische Feststellung. Ich bin ein Kampfroboter der neuesten Generation. Meine Aufgabe ist es, mir anvertraute Schutzbefohlene mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu beschützen und zu verteidigen. Eure Piraten haben auf uns geschossen. Das finde ich gar nicht gut. Ich würde vorschlagen, wir lassen die beiden mal alleine, Chief Galahad. Hey, warte mal. Also gut. Schon gut. Was wollt ihr wissen? Wer ist euer Anführer? Und wo finden wir ihn? Ich weiß es nicht. Red? Hören Sie, ich weiß es wirklich nicht. Ich beschwöre es. Ich bin doch auch noch gar nicht so lange bei den Piraten dabei. Wir haben nur den Auftrag, Schiffe zu überfallen und die Beute ins Piratennest zu bringen. Dort wird sie dann in der Stadt auf unscheinbare Schiffe verteilt, welche sie wiederum auf einen anderen Planeten schmuggeln. Aber wohin und für wen, weiß ich nicht. Ich bin doch auch nur ein ganz kleines Licht.
Wo ist euer Piratennest? Eines der Nester ist auf Garin 3, dem kleinen Wüstenplaneten im Motori-System, wo sie uns geschnappt haben. Etwas außerhalb von Los Mirva, einer kleinen Stadt mit Raumhafen, wo vor allem Wasserhandel betrieben wird. Danke. Mehr brauchen wir nicht. Chief Galahad? Red? Hey, und was wird jetzt aus mir? Und? Was denken Sie? Ich glaube ihm. Und als kleines Licht scheint er wirklich nicht mehr zu wissen. Aber? Ich glaube auch, dass allerdings mehr hinter der Sache zu stecken scheint als bloße Angriffe von Piraten. Wie kommen Sie darauf? Unser Freund da drin sprach von mehreren Piratennestern. Zudem die Überfälle der Frachtschiffe in unterschiedlichen Systemen. Das Schmuggeln der Beute in unauffälligen Schiffen. Und außerdem scheinen die Piraten bestens über die Routen der Frachtschiffe Bescheid zu wissen. Das ist alles sehr organisiert. Zu organisiert für Piraten. Ja, das stimmt. Es scheint tatsächlich mehr dahinter zu stecken. Was haben Sie jetzt vor, Cosmo? Wir müssen unbedingt herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich schlage vor, dass Sie ein weiteres Frachtschiff organisieren, das durch den Otori-Sektor kreuzt. Unbemannt und ohne Eskorte, sodass niemand einer Gefahr ausgesetzt wird. Was haben Sie vor? Wir lassen die Piraten dieses unbemannte Frachtschiff kapern. Ich werde mich mit Red in der Silver Star bei aktiviertem Tarnschild auf die Lauer legen und den Piraten unbemerkt in ihr Nest folgen. Dort erfahre ich dann vielleicht mehr darüber, wohin und zu wem sie ihre Beute bringen. Ein sehr riskanter Plan. Brauchen Sie Verstärkung? Nein. Es ist besser, wenn Red und ich im Verborgenen agieren können. Organisieren Sie nur das Frachtschiff, Chief. Also, komm schon, Red. Es geht zurück ins Otori-System. Freudige Erwartung. Jetzt geht es endlich wieder los. So, da sind wir wieder im Otori-Sektor. Deaktiviere die Waffensysteme und schalte alle Energie auf das Tarnfeld. Besorgte Anmerkung. Nach unserem letzten Aufenthalt hier könnten die Piraten den Sektor diesmal etwas genauer in Augenschein nehmen. Ja, das glaube ich auch. Diesmal werden sie ihre Augen offener halten und wachsamer sein. Das Tarnfeld muss absolut stabil sein, sonst entdecken sie uns. Analytische Mitteilung. Das Tarnfeld ist jetzt bei 100%. Fällt stabil, keine Fluktuationen. Genau im richtigen Moment. Siehst du? Da vorne kreuzen schon zwei Piratenjäger und patrouillieren durch den Raum. Sie checken die Lage. Sie wussten also wirklich Bescheid. Das bestätigt nur meinen Verdacht, dass sie bestens organisiert sein müssen. Da! Da ist der Frachter. Feststellung. Die Piraten kundschaften ihn aus. Sie greifen nicht an. Noch nicht. Aber da kommen schon die anderen Jäger. Ja, und ein Kaperschiff. Sie nehmen den Frachter in Schlepptau. Gib langsam Schub, Red. Wir folgen denen im Tarnmodus zu ihrem Piratennest. Der Tarnmodus der Silver Star ist ein dynamisch-elektromagnetisches Feld, welches Sensoren und Radarstrahlen um das Schiff herum lenken kann, ohne die Signale dabei zu streuen. So kann das Schiff von feindlichen Sensoren nicht geortet werden. Zudem ist das Tarnfeld dazu in der Lage, das Licht der sichtbaren Umgebung zu bündeln und zu reflektieren, womit die Silver Star für das menschliche Auge und für die meisten Wesen im Universum unsichtbar scheint. Im Tarnmodus folgt Commander Cosmo den Piraten in sicherer Entfernung zu ihrem Piratennest. Etwas außerhalb gelandet, gelingt es dem Commander, sich in die Basis der Piraten einzuschleichen und sie zu belauschen, als sie ihre Beute in ein anderes Schiff verladen. Naja, viel Beute haben wir mit diesem Fang nicht gemacht. Tja, der Boss wird sicher nicht zufrieden sein. Egal, ihm sind die Überfälle der Schiffe wichtiger als die Beute. Los, was hier mal mit an? Ja, warte. Unseren Anteil haben wir sowieso sicher.
Jetzt lass uns erstmal eine Pause machen. Das Kleinzeug verladen wir später. Und dann kann das Schiff nach Portos aufbrechen. Pause ist immer gut. Kumpel, hörst du mich? Ungeduldige Freude. Ich empfange Sie, Commander. Hör zu, die Piraten bereiten einen Transport zum Planeten Portos vor. Ich begebe mich hier auf das Schmuggelschiff und verstecke mich darin. Du wirst meinem Transponder-Signal nach Portos folgen. Da du die ganze Strecke nicht im Tarnmodus zurücklegen kannst, warte also etwas ab und folge uns dann in sicherem Abstand. Alles klar? Besorgte Bestätigung. Verstanden. Ich gebe dem Schmuggelschiff etwas Vorsprung. Passen Sie auf sich auf, Commander. Das mache ich, mein Freund. Versteckt an Bord des Schmugglerschiffs landet Commander Cosmo schließlich in einem der vielen Raumhäfen des Planeten Portos. Der Commander hält sich im Verborgenen und will den richtigen Zeitpunkt abwarten, bevor er zur Tat schreitet. Angespannt beobachtet er die Piraten, die mit dem Ausladen der Beute beschäftigt sind, als sich ihnen eine mit einem langen schwarzen Umhang bekleidete Gestalt nähert, welche einen Helm trägt, dessen Front eine unheilvolle Totenmaske ziert. Hierüber! Stell das hierüber! Mach ich! Nur keine Hektik! Wartet! Da kommt der Boss! Ist das etwa alles vom letzten Beutezug, Kosotori? Ja, Boss, es gab leider ein paar Schwierigkeiten bei den letzten Überfällen. Und das soll ich euch glauben? Oder habt ihr mehr Beute behalten, als euch zusteht? Nein, wirklich nicht. Ganz bestimmt nicht. Welche Schwierigkeiten sind bei eurem Beutezug aufgetreten? Das vorletzte Frachtschiff hatte mehr Geleitschutz als angegeben. Da war irgendetwas schiefgelaufen. Ja, da kam plötzlich wie aus dem Nichts ein weiteres Schiff. Das hat uns richtig in die Mangel genommen. Ein Schiff. Ein Schiff hat euch in die Flucht getrieben? Naja, da war ja auch noch die andere Eskorte. Aber hauptsächlich war es dieser pfeilschnelle, glänzende Vogel. Der war überall. Vor uns, hinter uns, über uns. So schnell konnten wir gar nicht gucken, Boss. Beeindruckend. Klingt so, als sollte dieser Pilot künftig für uns arbeiten. Ich wünschte nur, ich wäre dabei gewesen. Dann hätte ich mit ihm reden können. Das können Sie jetzt nachholen. Keine Bewegung, ihr drei. Ganz ruhig. Mit meinem Blaster ziele ich genau auf euren Boss. Sieh an, sieh an. Sie sind also der Pilot, der meine tapferen Piraten in die Flucht geschlagen hat. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Commander Cosmo. Und wer seid ihr? Man nennt mich den Schwarzen Baron. Und nun, Commander, lassen Sie bitte Ihre Waffe fallen. Und warum sollte ich das tun? Tja, warum solltest du das tun? Weil ich euch sonst mit meinem Blaster ein Loch in euren Rücken brenne. Los, lasst die Waffe fallen. Vielleicht gebt ihr doch keinen guten Piraten ab, Commander. Sonst hättet ihr wohl besser auf eure Umgebung geachtet. Und bemerkt, dass die Pilotin, die euch jetzt von hinten mit ihrem Blaster bedroht, den Transporter noch nicht verlassen hatte. Also, lassen Sie jetzt bitte Ihre Waffe fallen, Commander. Mit einem Blaster im Rücken muss sich Commander Cosmo dem Schwarzen Baron geschlagen geben. Cosmo scheint in einer aussichtslosen Lage, aus der es kein Entrinnen gibt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil.